Der Wilde Westen gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Zu dieser Zeit war er schon größtenteils gezähmt. Die USA wurde langsam endgültig ein Land der Gesetze. Das Zeitalter der Banditen und Revolverhelden nahm ein Ende. Die Indianerkriege fanden ihren Abschluss 1890 mit der Zwangsumsiedlung der letzten Stämme. Neue Staaten wie Oregon, Texas oder Kalifornien traten nach und nach der Union bei. Das Land erholte sich zunehmend von den Folgen ihres verheerenden Bürgerkrieges und das amerikanische Schienennetz der Eisenbahnen wuchs um 1900 auf über 200.000 Meilen Gesamtlänge an, womit es zu jenem Zeitpunkt länger als alle Bahnlinien der gesamten restlichen Welt war. Die Eisenbahn spielt wohl die wichtigste Rolle in der Erschließung des Alten Westens. Durch sie konnte ein nicht enden wollender Strom an Nachschub, bestehend aus Gütern oder Siedlern, herangeschafft werden. Doch diese Eisenbahnen waren noch ein leichtes Ziel für die letzten noch aktiven Gauners. Juni 1899, Wilcox, Wyoming. Die Dampflokomotive Overland Flyer der Union Pacific Railroad Company rauscht durch die Nacht. An Bord befinden sich viele wohlhabende Passagiere. Am Wegrand sichtet der Lokführer zwei Männer, die hastig mit Flaggen wedeln und ihnen signalisieren anzuhalten. Die Ingenieure des Zuges schlussfolgerten, dass die nur wenige hundert Meter vor ihnen liegende Brücke kaputt oder eingestürzt sein musste und brachten den Zug deswegen vorsichtshalber zum Stehen. Doch das war alles der Plan des durchtriebenen Butch Cassidy und seinem wilden Haufen. Mit Halstüchern über den Nasen und gezogenen Waffen näherten sich die Banditen dem Zug und lösten die Lok von den Passagierabteilen. Nun hatten sie genügend Zeit zu plündern. Als der Aufseher ihnen jedoch den Zutritt zum Waggon mit dem Safe und den meisten Wertgegenständen verweigert und die Tür nicht aufsperren will, brachten die Gauners Dynamit an ihr an und sprengten sie auf. Sie machten sich mit über 50.000 Dollar davon. Das wären heute über 1 Million. Die Gang Cassidys teilte sich auf, wie es für sie nach einem Raubüberfall üblich war. Einige ritten nach Norden zu einem ihrer weiteren Verstecke namens Hole in the Wall, eine Holzhütte an einem abgelegenen Gebirgspass in den Bighorn Mountains. 4 Tage nach dem Raub, am 6. Juni, konnten Sheriff Joe Hazen und seine Deputies 3 der Bande aufspüren. Kid Carey, Flatnose und Sundance Kid lieferten sich mit den Gesetzeshütern eine spannende Verfolgungsjagd, doch letztendlich schossen die Banditen den Sheriff von seinem Pferd. Joe Hazen erlag seine Verletzungen, während die Flüchtigen entkommen konnten. Der Überfall auf die Overland Flyer sorgte für große Schlagzeilen. Der gesamte Westen war schockiert. The Wild Bunch wurde sozusagen über Nacht im ganzen Land bekannt. Die Union Pacific verlor viel Geld durch derartige Eisenbahnüberfälle. Eine spektakuläre Jagd auf sie wurde eröffnet. Es war ihnen todernst. Die Eisenbahngesellschaft heuerte hierzu sogar die Pinkerton Agency an. Die Pinkertons, die man auch aus dem Game Red Dead Redemption kennt. Die Pinkertons waren eine Privatdetektei, die 1850 ins Leben gerufen worden sind. Sie waren bekannt für ihre zweifelhafte und nicht immer legale Vorgehensweise. Wollte man Schwerverbrecher zur Strecke bringen, dann waren sie genau die richtigen. Es wurden Pinkertons in den Waggons der Züge stationiert, um sie vor Überfällen zu schützen. Detective Charles Siringo leitete die Kommission zur Verhaftung der Cassidy-Bande und sollte ihnen stets dicht auf den Fersen sein. 11. Juli 1899. Butches bester Freund Elsie Lay hielt sich mit Kid Curry, Bill Carver und einem gewissen Sam Ketchum in New Mexico auf. Sam Ketchum war Teil der berüchtigten Ketchum Gang. Er war ein Veteran in Sachen Zugüberfälle. Übermütig durch den so erfolgreichen Raub knapp einen Monat zuvor planten sie schon ihr nächstes großes Ding, doch diesmal ohne Butch Cassidy. Es ist nicht bekannt, warum dieser nicht dabei war, doch es sollte trotzdem alles glatt laufen. Zu viert überfielen sie erneut eine Eisenbahn in der Nähe von Folsom, New Mexico und flüchteten Richtung Colorado. Doch sie wurden von Sheriff Ed Farr und seinen Deputies bei Turkey Creek überrascht und in die Ecke gedrängt. Es folgte eine heftige Schießerei, bei der der Sheriff getötet wurde. Aber auch Sam Ketchum wird schwer verletzt und muss zum Sterben zurückgelassen werden. Lay, Curry und Carver können kommen. In Carlsbad, New Mexico wollen sie Nachschub besorgen. Aber Lay wird in einem Gemischtwarenladen erkannt und verhaftet. Curry und Carver fliehen.
Elsie Lay wird des Mordes schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt. Doch Gerüchten zufolge wurden die Richter bestochen, wahrscheinlich von Butch Cassidy selbst, woraufhin die Strafe zu lebenslanger Haft geändert wird. Seine Frau Maud drängte ihn schon seit Jahren dem kriminellen Leben den Rücken zu kehren und ließ sich nun endgültig von ihm scheiden. Aber bereits nach 7 Jahren Haft wurde Lay begnadigt. Es wird behauptet, eines Tages wurden die Frau und das Kind eines Gefängniswärters von den Insassen gefangen genommen und als Geisel gehalten. Doch Lay konnte sie überreden, die beiden unversehrt freizulassen. Wieder auf freiem Fuß heiratete Lay erneut und blieb ein für allemal sauber. Nie wieder geriet er mit dem Gesetz in Konflikt. Er verstarb am 10. November 1934 im Alter von 64 Jahren in Los Angeles. Der Verlust seines engen Freundes an den Knast war ein harter Rückschlag für Butch. Schon einige Jahre zuvor musste ein anderer seiner alten Weggefährten, Matt Warner, in den Bau und führte nach seiner Entlassung ein gesetzestreues Leben als Familienmensch. 2 seiner engsten Vertrauten waren also endgültig aus dem Spiel. Butch traf eine Entscheidung. Es war ihm bewusst, dass der Westen sich veränderte. Dort war es gar nicht mehr so wild wie früher und für Outlaws seinesgleichen war in den endlosen Weiten des Frontiers erschreckend wenig Platz geblieben. Er kontaktierte Richter Orlando Powers und überzeugte ihn davon, dass er sauber werden wollte. Sie kannten sich gut, denn der Richter vertrat noch als Anwalt einige Jahre zuvor Matt Warner. Judge Orlando Powers vermittelte ein Treffen zwischen ihm und Delegierten der Union Pacific Company bei einer Postkutschenstation nördlich von Rawlins, Wyoming. Butch wartete ewig auf sie, doch sie kamen nicht. Er kam letzten Endes zu dem Entschluss, man wolle ihn reinlegen, ihm eine Falle stellen, ihn gar festnehmen. Er hinterließ seinem Anwalt Douglas Preston, der die Abgesandten der Union Pacific begleiten sollte, einen Brief, in dem er schrieb: "Verdammt seist du, Preston, du hast mich verarscht. Ich habe den ganzen Tag gewartet, aber ihr seid nicht aufgetaucht. Sagt der Union Pacific, sie sollen zur Hölle fahren und du gleich mit ihnen." Preston war es nicht mehr möglich, Butch zu kontaktieren und sich zu erklären. Eine Flut hatte ihnen den Weg versperrt, sodass sie erst einen Tag später eintreffen konnten. Butch konnte davon nichts wissen und so glaubte er keine andere Wahl zu haben, als das Leben eines Gauners weiterzuführen. Butch Cassidy war wieder zurück im Spiel, doch die Schlinge um den Hals seiner Bande zog sich Stück für Stück weiter zu. Am 28. März 1900 wurden Will News Carver und George Flatnose Curry, nicht der Bruder von Kid Curry, doch sein bester Freund, in Arizona beim Versuch mit gestohlenen Scheinen zu bezahlen ertappt. Sie flohen, dicht gefolgt vom Apache County Sheriff und seiner Posse. Doch die Gauners konnten 2 von ihnen erschießen und sich davonmachen. Nur kurze Zeit später, am 17. April, wurde Flatnose in Utah wiedererkannt und vom dortigen Sheriff Jesse Tyler und seinem Deputy Sam Jenkins in einen Hinterhalt gelockt und erschossen. Kid Curry war außer sich vor Wut. Nur wenige Monate zuvor hatte er schon seinen Bruder Lonnie bei einer Schießerei mit diesen beiden Gesetzeshütern verloren. Er schwor Rache und ritt am 26. Mai 1900 alleine nach Moab in Utah, um Vergeltung an den Schuldigen am Tode seines Bruders und seines besten Freundes zu üben. Skrupellos erschoss Kid Curry Sheriff Jesse Tyler als auch seinen Deputy Sam Jenkins. Der wildeste des wilden Haufens war zweifelsohne Harvey Kid Curry Logan. Er ist zwar nicht so berühmt wie Butch Cassidy oder The Sundance Kid, dennoch war bekannt, dass er ein eiskalter Mörder war, der viele Sheriffs, Pinkertons oder rivalisierende Gauners auf dem Gewissen hatte. Er war wohl das gefürchtetste Mitglied der Bande. August 29, 1900. Der wilde Haufen war nach einiger Zeit endlich wieder vereint und vollzählig. Nicht ohne Grund, denn gemeinsam überfielen sie einen weiteren Zug der Pacific Union Railroad Company bei Tipton, Wyoming. Sie stahlen ganze $55,000 in Gold. Sofort danach trennten sich die Gauners wieder. Kid Curry und Ben Kilpatrick ritten Richtung Süden nach Texas, wohingegen Butch, Sundance Kid und Bill Carver unverzüglich ihr nächstes Ding abzogen. Sie raubten die First National Bank von Winnemucca in Nevada aus.
und erbeuteten $33.000. Noch lief es blendend für die Banditen. Sie hatten so viel Geld wie nie zuvor. Einen Monat nach dem Banküberfall in Winnemucca trafen sich 5 Mitglieder des Wilden Haufens in Fort Worth, um ihren neu erworbenen Reichtum zu zelebrieren. Nach Fort Worth kamen viele Outlaws, um ihre Kohle in den dortigen Saloons und Bordellen auszugeben. Hier entstand auch dieses berühmte Foto. Unten rechts Robert Leroy Parker, alias Butch Cassidy. Sitzend in der Mitte Ben Kilpatrick, alias The Tall Texan. Unten links Harry Longabaugh, alias The Sundance Kid. Dahinter Will News Carver, links, und Harvey Logan, alias Kid Curry. Doch genau dieses Foto wurde später von den Pinkertons zur Fahndung verwendet und auf unzählige Wanted-Poster gedruckt. Noch war der Wilde Haufen allerdings auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Doch wenn es gerade am schönsten ist, soll man aufhören. Und genau das dachte sich auch Butch Cassidy. Er plante, sich nach Südamerika abzusetzen, um dort ein neues Leben anzufangen. Dies empfahl er auch seinen Kollegen, doch nur Sundance und seine Frau Etta Place nahm sein Angebot an. Zu dritt buchten sie eine Überfahrt am 20. Februar 1901 nach Buenos Aires in Argentinien, mit der Absicht, von nun an ein ruhiges Leben als Rancher zu führen. Die anderen hätten es ihnen lieber gleich tun sollen.